Guten Morgen Berlin, du kannst so lustig sein. Wir freuen uns immer über Post, manchmal kommt auch richtig geile. Am Morgen des heutigen Donnerstags kommt der coole Klangkoffer vom Blaupunkt. Ich als Kind der 80er ja gedacht, Mensch, geil. Also Koffer gleich Ghetto Blaster übrigens, ne? Der BT-1000. Ich gedacht, naja, können wir ja mal gucken, wir haben ja unser Gadget checkt, ne? Da kann man das ja mal vielleicht anfragen und dann probieren wir das mal und laufen. Es war der Traum früher. In meinen 80ern, wir haben kein Geld gehabt, aber die Sehnsucht nach einem Ghetto Blaster. Meiner hat sich nie erfüllt, ein Freund hatte einen, da lief dann Gloria Gaynor und sowas. So, was kam heute? Sommer, Sonne und Good Vibes. Der Ghetto Blaster BT-1000 vom Blaupunkt sorgt mit seinem klaren, kraftvollen Sound für chilligen Background-Klang oder tanzbare Partystimmung. Da war ich schon richtig fiebrig. Da habe ich schon gedacht, oh, endlich erfüllt sich mein Jugendtraum. Urbanes Design, Zwei-Wege-Soundsystem. Man kann Lieblingssongs und die Playlist über Bluetooth, über USB, über, ach, was weiß ich. Also im Endeffekt keine Beats-Pill. Felix, bring mir mal eine kurz hier. Zeig mal. Nicht sowas. So. Nicht sowas Kleines, sondern stellt euch das einfach mal, ne? Wie der Fisch in der Telefonzelle, nur dass die Pulsadern zubleiben. So groß vor. Naja, so groß mit einem fetten Blaupunkt-Logo. Das war eigentlich gar nicht so schlimm. Denke ich so, Mensch, man muss ja wirklich was versuchen. Trial and Error haben wir auch schon gemacht, ne? Print und tschüss. Aber dann habe ich mir das Video angeguckt und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man so alt ist und dann möchte man so junge Menschen ansprechen, dann gelingt das zuweilen nicht so richtig. Deshalb machen wir auch kein Snapchat und so ein Kladderadatsch. Das Video ist der Knaller. Kids mit dem Skateboard ziehen durch die Gegend und skaten ein bisschen, haben ihren fetten Ghetto Blaster dabei, im Prinzip ein 80er-Jahre-Bild. Was mir nur auffällt, ist, die Kids, die sie da genommen haben, die können gar nicht Skateboard fahren. Und da frage ich mich dann, hätte man nicht Jugendliche finden können, die das so machen, dass es nicht aussieht, als wären sie das erste Mal drauf gestanden? Deshalb habe ich bei der Agentur angerufen, tipp, Telefon, ja hallo, Schäfer 030, ich wollte mal fragen, finden Sie das Video eigentlich gut? Ja, wieso, ich finde das super. Ah ja, dann ist Ihnen nicht aufgefallen, dass der Junge nicht Skateboard fahren kann? Also in meinen Augen fährt der super Skateboard, hat er auch gesagt. Naja, letztendlich ist es so, ihr merkt schon, keine Produktwerbung. Schade eigentlich. Das Video kommt jetzt gleich im Anschluss. Macht euch ein eigenes Urteil. Und für 169 Euro, glaube ich, wartet mal. 5 Kilo Gewicht auch. Was ich auch so krass finde, ey. Ich meine, als würdest du da irgendwie 5 Apfelsafttüten durch die Gegend schleppen. 169 Euro ist der zu haben. Demnächst, ab sofort. Man weiß es nicht. Schaut euch das Video an, ob ihr überzeugt seid. Wir sind es nicht. Mehr im Netz auf www.berlin030.de und auf den sozialen Portalen.